David, 0-1 gegen Siegen, unnötige Niederlage heute, oder? Ja, sehe ich genauso. Ich meine, wir kamen gut ins Spiel. Ja, ich glaube, zu denkbar schlechten Zeitpunkt fiel dann an 1-0, was natürlich wieder ärgerlich ist, wo wir dann auch wieder hinterherlaufen und ja. Aggressivität war da, Zweikampfstärke, den Weg nach vorne, den Abschluss gesucht, aber trotzdem verlierst du 0-1. Ja, wenn es scheiße läuft, läuft scheiße, ne? Sagt man so gerne. Also, mir fehlt da auch die Worte, Woche für Woche. Heißt immer, wir spielen gut, kämpfen gut, fehlen dann die Punkte dann. Also, weiß nicht, ich kann heute nicht zufrieden nach Hause gehen. Auch wenn wir jetzt, auch wenn alle sagen, super gekämpft, super gespielt, kann ich nicht zufrieden nach Hause gehen heute. Daraus kann nur resultieren, dass gegen Krai 3 Punkte her müssen, oder? Ja. Also wir müssen gar nichts, ne? Wäre schön, wenn wir 3 Punkte holen. Ich meine, sind ja noch genug Spiele, so ist es ja nicht. Ne? Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir gegen Krai die 3 Punkte holen und das, dann wären wir froh schon. Wie hast du die Szene gesehen, als der Torwart im Strafraum umfällt, beziehungsweise dich umlegt? Ja, ich sag mal, sowas gehört dazu im Fußball. Ich meine, ich stelle mich vor dem Torwart, da kriege ich den ersten Schlag hinter meinen Kopf, will mich dann ein bisschen frei, bei der Ecke dann halt frei, ja, frei machen und ja, Schiri hat es dann auch gesehen, deswegen hat er auch Geld bekommen. Ich habe ihn nur gefragt, was soll, hat er mich schon gepackt und trifft mich am Kinn. Ja, das Fußball gehört dazu. Also abgehakt, Spielstag. Also zu Ende können wir uns nichts mehr von kaufen. Und, ja. Alles klar, danke dir.